Also spiele ich ein bisschen Detektiv. Okay. Was hast du hier drin gesehen? Nichts. Du bist auf meiner Liste der Verdächtigen eh ziemlich weit unten. Dann mache ich wohl irgendwas falsch. Hm. Vielleicht lasse ich dich am Leben, wenn du mir erzählst, was du über die anderen herausgefunden hast. Wen hast du noch ausspioniert, Sherlock? Sag's mir. Und lass keine Details aus. Auch nicht die schmutzigen. Also... Hm. Malik ist die wissenschaftliche Hilfskraft von Styles größtem Feind auf dem Campus, einem Kerl namens Linkweller. Ich habe das Gefühl, dass er von nichts Halt machen würde, um Dr. Styles zu ruinieren. Ja? Das ist auf jeden Fall verdächtig. Um nicht zu sagen, ganz schön unverschämt. Ich habe gesehen, dass du eine Fotokamera hast. Würdest dir was ausmachen, sie mir für ein oder zwei Tage zu leihen? Nimm sie mit, ich benutze sie eh nie. Wo ist der Witz an der Sache, wenn man nur hinter der Kamera steht und selbst gar nicht auf den Fotos drauf ist? Danke. Sehr schön. Okay. Das ist das Zimmer von Jeannie Smith. Dann gehen wir doch glatt nochmal eine Etage höher. Recht mit dem Quatschen jetzt. Mit der Aufsicht. Ja. Hi, ich wollte fragen, ob du mich vielleicht in Zimmer 204 lassen würdest. Und warum sollte ich das tun? Ich liefere Kekse aus. Ach ja? Ich sehe aber keine Kekse. Sie sind ziemlich klein. Ja, nee, klar. Ich finde, diese Kekse da sehen groß genug aus. Gib mir doch mal eine Kostprobe. Du bist ein Schwein. Das war blöd. Du hast doch damit angefangen. Er hat sich von mir ein Buch ausgeliehen und ich brauche es dringend wieder. Wegen so einer Kleinigkeit willst du, dass ich gegen meine Prinzipien verstoße? Das kannst du vergessen. Ich bin Charles' Freundin. Ich dachte, ich könnte ihn vielleicht überraschen. Ha, du bist diese Woche schon das dritte Mädchen, das behauptet, seine Freundin zu sein. Wie wäre es, wenn ich dich in mein Zimmer lasse? Dann kannst du mich überraschen. Das klingt wirklich verlockend, aber nein, danke. Das schreit nach einem kleinen, netten Trick. Aber welchen soll ich nehmen? Das ist die Frage. Okay. Ich glaube nicht, dass... Ich glaube nicht, dass... Ja. Was spielst du da eigentlich? Gin Rummy. Willst du eine Runde spielen? 5 Pfund pro Partie. Und dass du mir ja nicht die Universitätsleitung vollholst, wenn du verlierst. Gin Rummy ist nicht schlecht, aber ich wüsste da ein schnelleres Spiel. Es sei denn, du kannst nur Gin Rummy spielen. Ich schlage dich in jedem Kartenspiel, das jemals erfunden wurde, Süße. Wie heißt das Spiel? Teile und herrsche. Das habe ich immer mit meinem Bruder gespielt. Er dachte, er sei klüger als ich und würde mich in allem schlagen. Wenn mein Bruder und ich Streit hatten, hat meine Mom die Teile- und Herrsche-Strategie angewandt. Ging es zum Beispiel darum, wer die größere Portion Pommes bekommt, musste mein Bruder die Pommes in 2 Portionen aufteilen und ich musste dann entscheiden, welchen Teller ich nehme. Das ist doch doof. Ich würde einfach auf einen Teller mehr tun, aber es so aussehen lassen, als wäre weniger drauf. Das hat er versucht, aber ich habe ihn immer dabei ertappt. Entweder war dein Bruder ein Trottel oder du lügst. Wollen wir wetten? Ich setze 10 Pfund für jede Runde. Wenn ich es schaffe, dir 30 Pfund abzuknöpfen, habe ich gewonnen. Einverstanden. Okay, teile ein paar Karten aus. Vorderseite nach oben. 5 bis 12 Karten. Wie viele genau, kannst du entscheiden. Von der ich denke, dass sie am Ende übrig bleiben wird. Jetzt nehme ich eine deiner Karten aus dem Spiel. Jetzt wähle ich 2 Karten aus. Okay.
Okay. Okay, das Spiel finde ich komisch. Okay. Es war klar. So, er ist dran. Okay. Ja, super. Jetzt will ich hier wieder. Ich glaube, ich brauche eine Pause. Das ist dein Spiel, Süße. Komm wieder. Ich hätte vielleicht erstmal nachlesen sollen, wie der Trick funktioniert. Damit. Aus deiner Kindheit, du hast dich von meinem Bruder deiner Herrscherstrategie gelöst. Sascha muss dein Bruder 2 Stück Kuchen schneiden und du durftest dir zuerst aussuchen, welches Stück du nimmst. So musstet ihr beide immer fair sein, aber du warst klüger als dein Bruder und hast einen Weg gefunden, wie du doch die Oberhand behalten konntest. Sag dem Publikum, dass du das demonstrieren wirst. Du und dein Opfer dürft Karten vom Tisch nehmen, aber du kannst vorhersagen, welche Karte übrig bleiben wird. Notiere deine Vorhersage. Du kannst eine beliebige Karte auf den Tisch auswählen und falte den Zettel zusammen. Gib ihn deinem Opfer, damit es ihn aufbewahrt und später überprüfen kann. Das Spiel läuft so. Du und dein Opfer wählt abwechselnd 2 Karten auf dem Tisch aus. Der jeweils andere legt dann fest, welche der beiden Karten aus dem Spiel genommen wird. Die übrige Karte geht wieder zurück auf den Tisch. Das Spiel geht weiter, bis nur noch eine Karte übrig bleibt. Wenn du nur noch eine Karte übrig ist, darf dein Opfer den Zettel mit deiner Versage prüfen und es wird die richtige Karte sein. Der Trick: Wenn eine gerade Anzahl von Karten auf dem Tisch liegt, lässt du dein Opfer den Vortritt. Bei ungerader Anzahl von Karten fängst du an. Wenn dein Opfer 2 Karten auswählt und deine Karte erwischt, lässt du einfach die andere Karte vom Tisch nehmen. Wenn du in der Reihe bist, musst du 2 andere Karten auswählen, als du auf dem Zettel notiert hast. Am Ende bleibt immer die Karte übrig, die du vorhergesehen hast. Welche nehmen wir denn? Die hier.
Ach, ich bin zu blöd. Ich weiß nicht, was gerade und ungerade ist, ey. So, ich hoffe, jetzt habe ich es richtig gemacht. Ja, habe ich. Nochmal. Okay. Verdammt, du hast mich um den Gewinn einer ganzen Woche gebracht. Oh Gott, ja, das war jetzt eine schwere Geburt. Du hast die Karten doch irgendwie manipuliert. Dumm nur, dass du nicht weißt, wie. Ich bitte zur Kasse. Wolltest du vorher nicht irgendwas? Ja, ich wollte, dass du mich in Charles' Zimmer lässt. Deal? Cool. Deal. Es ist schön, mit dir Geschäfte zu machen. Ja, ich bin begeistert. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich glaube, da verarsche ich nachher mal meinen Bruder. Mal sehen, wie lange er braucht, bis er es merkt.